Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute erkläre ich euch, warum Solo Queue in Season 17 eine absolute Katastrophe ist. Legen wir los. Let's go. Ach ja, wir spielen heute mal wieder Wraith, würde ich sagen. Ich habe irgendwie Bock auf Wraith, keine Ahnung. Bisschen wieder mit dem Prestige Skin Level 3. Und was ist eigentlich hier los? Das ist so verbuggt, ich weiß nicht. Das ist seit ein paar Tagen bei mir, dass diese Anzeige so verbuggt ist und ich habe keine Ahnung warum. Auch da. Leute, ist es bei euch auch so oder habt das Problem nur ich, dass die Legenden da auf den Bannern irgendwie nur noch langgezogen bzw. gar nicht mehr angezeigt werden? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare. Ich bin neugierig, weil ich weiß echt nicht, woher das kommt. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch einen Spielfehler. Ich glaube, meine Maus ist wieder zu schnell, oder? Ja, jetzt. Ich muss das unbedingt einfach mal umstellen. Das ist ein Klick, dass ich meine Maus von der Geschwindigkeit her auf Standard einfach eine Stufe runtersetze. Ich muss einen Klick machen, aber ich vergesse das jedes Mal erstens. Und kommt da überhaupt was mit? Ja, ein Team. Und zweitens bin ich irgendwie ein bisschen nicht zu faul für, das darf man nicht sagen. Aber irgendwie, ich krieg's nicht geschissen, ne? Ich krieg's nicht auf die Reihe, okay. So, wir müssen natürlich jetzt gucken, dass wir möglichst schnell darüber kommen. Also snacken sich natürlich die ganzen geilen Stuff. Achtung, jetzt Achtung, 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 Leute, Achtung. Pass auf, Lifehack. Die werden jetzt gleich runterdroppen. Und dann mache ich bam, 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 bam. Ist das ein Plan? Ich erschrecke mich jedes Mal so, weil die Steps so unfassbar laut hier oben sind, ne? Ich hoffe mal, die kommen auf der Seite runter. Aber die sind gerade ziemlich gut gesplittet eigentlich. Ich weiß, ich mache gerade so ein bisschen den Camper-Lifestyle. Aber er funktioniert halt meistens, ne? Oh, Triple Taking Gold? Nee, danke. Okay, jetzt gleich kommt er runter, pass auf. Achtung! Ich höre ihn auf jeden Fall über mir hier im Haus. Komm! Ach komm schon! Ich verstecke mich hier im Gras, im hohen Gras. Nein! Da ist auch jemand. Nein, 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 das ist nicht gut. Jetzt bin ich quasi von zwei Seiten. Er weiß aber nichts von mir. Er hat nicht auf die Speedy geswitcht. ich drück Waffe wechseln, passiert nichts. Er denkt sich so, nö. Nix gibt's. Damn, es hätte so gut funktionieren können. Aber ich hab's verkackt. Ich hab's einfach vergeigt. Oh lol, hi. Oh lol. Entschuldigen Sie bitte. Was war das? Das ist clever. Das ist sehr clever. Ja, ja, verbrenn dich mehr. Mein Gott, das war ultra knapp. Oh mein Gott, okay. Alles easy. Wir haben es irgendwie überlebt. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber wir haben es irgendwie überlebt. Und ich lebe noch. Ja. Das war doch mal ein netter Anfang. So, das mitnehmen, das mitnehmen, das mitnehmen. Dann natürlich vor der Zone flüchten. Wir nehmen den Trident. Und dann ab damit. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir auch nicht. Zack, 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 zack. Ja, ein interessanter Start, würde ich sagen. Aber hey, kann man auf jeden Fall mal sich nicht beschweren. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen hier. Hoho. So, dann hoch mit dir.
Das könnte man noch mitnehmen. Ja, passt. So, okay. Wir sind eigentlich ganz geil ausgestattet, würde ich sagen. Da wurde gelootet. Ja, okay. Und rein in den Trident. Was ich auch immer nicht drauf klarkomme, dass man von hier einfach da oben drüber fahren kann. Achtung. Warum? Okay. Hallo? Ist hier jemand? Ja, nicht mehr, ne? Hier war mal jemand. Oh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Komm, 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 komm. Ja, 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 ja. Und ja. Was? Das haben die ge... Nein. Ernsthaft? Die haben das gepatcht? Warum? Ich meine, die haben eh schon die Höhe genervt. Dass man vom Trident aus nicht mehr... Oh, lol. Was? Man kann... Lol. Okay, das ist neu. Ach so, ja, klar. Ganz normal, ne? Ganz normale Runde auf jeden Fall. Junge, konzentrier dich mal lieber auf den Fight vor dir, Alter. Bist du deppert oder was? Da schießt er auf mich, obwohl vor ihm ein Gegner steht. Ich glaube, ich hack. Da guck's dir an. Und auch noch so ein Ballistikaffe, Alter. Er meint auch, er ist es. Er ist es halt auch. Och, Junge. Oh mein Gott. Komm runter. Dieser Sound triggert mich, ne? Hier sind. Mein Gott. Alter. So. Aber die haben mir schön Loot da gelassen. Das ist ja nett von euch. Stop it. Hör auf. Er sieht mich einfach im Dings drin. Ja, klar. Ach, Bruder, komm, weißt du was? Es ist kompletter Joke. Kompletter Joke, ja. Genau. Kannst du richtig stolz drauf sein, dass du den Kill geholt hast. Wow. Einmal Applaus für die Vantage da bitte. Also, oh mein Gott. Cringe, einfach nur cringe. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Season 17 Solo Queue eine absolute Katastrophe ist. Ich weiß nicht, was die in Season 17 mit dem Matchmaking verkackt haben. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr normal. Es ist, also ich habe noch nie so eine angebalancete Mischung zwischen low-leveligen Spielern gesehen und absoluten Pros. Das finde ich so weird. Und das Ding ist, ich weiß halt nicht wieso. Ich meine, guckt es euch an. Ich habe eine ganz normale 2.01 AKD, ne? Hier 315 Kills, 150 Mal gefallen. 169 Spiele und 2 Siege. Das ist meines Wissens nach eine ganz normale KD. Und irgendwie richtet sich ja das Matchmaking, ich denke mal, irgendwie nach KD oder so. Aber das ist mir schon in den letzten Runden aufgefallen. Es ist einfach nur noch abartig. Wirklich, dann, keine Ahnung, kommt ein Level 4er um die Ecke, der hat besseres Aim als Imperial Hell oder ACU, beamt mich mit nur Headshots und einer Flatline weg, wo ich mir dann denke, Bruder, was ist passiert? Dann kommt irgendwie ein Level Prestige 150er daher, Level Prestige 1 oder Level 150, der irgendwie einfach gefühlt nur AFK rumsteht. Und ich denke mir so, okay. Dann kommt irgendwie ein Level 12er, der dann wieder ein absoluter Gott ist. Also ich weiß nicht, irgendwie, also ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben die Seasons ultra viele Smurfs, also mehr als überhaupt schon, was verwunderlich ist, weil er ranked ab jetzt ja erst ab Level 50 freigeschaltet ist. Und warum sollte man einen Pub smurfen? Also, no front. Aber wenn du einen Pub smurfen musst, naja, ich sag mal nichts dazu, aber ich versteh's nicht. Also, zur Zeit ist Matchmaking gerade als Solo-Queue, oder vielleicht liegt's daran, weil ich Solo spiele. Keine Ahnung, aber ich habe das Gefühl, es ist komplett unbalanced. Aber so komplett. Und warum dauert denn es so lange, bis jetzt hier ein Match gefunden wird? Das ist doch auch wieder nicht normal. Ich warte jetzt seit ungefähr 5 Minuten darauf, dass die ein Match finden.
Und es ist jetzt keine Uhrzeit, wo du sagst, hey, da sind keine Spiele online. Also ich verstehe es nicht mehr, wirklich. Also die Season ist PUBG-Matchmaking komplett weird. Keine Ahnung. Da, guckt euch das an! Was ist hier los? Das war genau... Das ist jetzt die erste Runde nach der Runde, die ihr gerade gesehen habt. Gerade eben, weißt du, 3000 Kills, Vantage mit 4K-Badge, hast du nicht gesehen, tralali und tralala. Und jetzt hier Level 1 und Level 3 Champion. Hä? Also no front, aber du kannst mir nicht erzählen, dass die nicht smurfen. Vor allem, wenn du immer einen Pathfinder siehst, der seine Stats ausgeblendet hat. Also ich meine, dann weißt du schon Bescheid. Erstens, Smurfs spielen einfach unfassbar gerne Pathfinder, weil, naja, ne, ist halt die beste Legende für, in Anführungszeichen, Pros, wenn du zum ersten Mal, also, oh nein, Alter, gar kein Bock, ist halt die beste Legende, sag ich mal, für Pros am Anfang, wenn sie noch nichts freigeschaltet haben. Ist zwar nicht die beste Legende für Anfänger, das bleibt nach wie vor Loba, habe ich auch schon oft genug erwähnt, aber trotzdem, es ist so weird. Und vor allem, wie gesagt, ein wirklicher Normalo, der weiß am Anfang nicht mal, dass er seine Stats ausblenden sollte. Also, ich glaube, dass diese Season so krass versmurft ist, ne? Ich glaube, dass diese Season so abnormal versmurft ist. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr normal. Ja, das ist doch auch, Alter. Chill doch dein Leben. Ich weiß auch nicht, was mit den Leuten los ist, was die für Aim haben, aber das ist auch einfach nicht normal. Versteh's halt einfach irgendwo nicht, ne? Die Season ist wirklich extrem weird. Und ich kann euch nicht sagen, warum. Diese Season ist so weird. Keine Ahnung, was heute los ist, aber irgendwie, weiß nicht. Ah, guck, es läuft an mir vorbei. Ja, ja. Mein Gott. 30 Sekunden, bis er sich schließt. Man kann auch Stress schieben, ne? Naja, okay, immerhin. Hat das mal wenigstens funktioniert. Das erste kleine Erfolgserlebnis. Wunderbar. So. Ja, guck mal, Pathfinder 7215. Wenn das nicht der Champion ist. Oh mein Gott, nee. Also die Season ist wirklich, ich muss sagen, ohne Spaß, ne? Jetzt mal wirklich Real Hunts. Also komplett Real Hunts. Ich finde, das ist jetzt eine harte Aussage, weil die haben die Season einfach vieles richtig gemacht. Aber ich muss echt sagen, es ist meiner Meinung nach eine der schlechtesten Seasons bisher. Vom Matchmaking, auf irgendeine weirde Art und Weise von der Player Balance, wenn man das so nennen möchte, kann, wie auch immer. Von der Meta finde ich sie auch komplett weird. Wir haben so eine komische Meta irgendwie, die ich halt gar nicht mal fühle. Und irgendwie von der Overall Experience feiere ich sie halt einfach auch nicht so, ne? Keine Ahnung, irgendwie... Ach so, ja, guck ihn dir an. Es ist halt so ein Joke. Guck, es ist nicht mehr normal. Weißt du, er swattet wieder rein, als wäre er der Allergrößte. Pass auf, Achtung. Ja, genau. Es ist ein kompletter Joke, ist das. Es ist ein kompletter Joke, ne? Hat der wieder 5000 Kills fast. Und ist wahrscheinlich keine Ahnung, was für ein Level. Will ich jetzt nicht urteilen, hat keine Badge drin gehabt. War ein typischer Troller, ne? Man kennt ihn. Der die Fake Badges reinhaut und die Fake Kill Tracker. Aber ne, ist okay. Sag ich ja noch nichts. Aber ich möchte nochmal erinnern: Die Champions waren Level 1 und Level 3. Und dann sollen das keine Smurfs sein. Auf jeden Fall. Klar. Ganz klar. Logisch. Natürlich nicht. Also wirklich, das Matchmaking die Season ist die größte Katastrophe, die mir je begegnet ist. Real Hunts. Haben sie eigentlich die ganze Zeit Real Hunts? Keine Ahnung. So, und jetzt dauert es wieder Jahrzehnte, bis ich ein Match finde, oder was?
Ruhig bleiben. Alles ist gut. Alles ist gut. Wir sind alle ruhig und brav. Und jetzt auch nochmal zu dem Thema, weil immer viele in die Kommentare schreiben, so, Bruder, wie kriegst du so low-levelige Gegner? Wieso haben deine Gegner alle nur so einen niedrigen Level? Guckt's euch an, ich kann nichts dafür. Weil viele irgendwie schreiben, ja, du cheatest dich doch in irgendwelche Lobbys. Nein, erstens, wie blöd wäre ich denn, wenn ich mit meinem Berufsaccount, und es ist ja mal, YouTube ist ja mein Beruf, ne? Und auch zurzeit mein einziger Beruf, wie blöd wäre ich denn, wenn ich in einem Spiel cheaten würde, wovon aktuell meine komplette, in Anführungszeichen, Existenz abhängt. Ich wäre ja komplett dämlich. Aber ich warte jetzt auch schon wieder seit 5 Minuten auf ein Match und es kommt keins. Also ich weiß nicht, ob, ist es bei euch auch so? Ist euer Matchmaking auch so weird? Weil bei mir ist es eine wirkliche komplette Katastrophe. Ich weiß nicht, was ich getan habe, was ich falsch gemacht habe, was ich richtig gemacht habe. Keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr normal. Wir werden es gleich in der nächsten Runde wieder sehen. Aber ich weiß einfach aktuell nicht, was abgeht. Ist es wirklich nur bei mir so? Ich habe keine Ahnung. Und dann ist immer dieser Champion-Screen so verbuggt. Ey, ich will doch wissen, gegen wen ich kämpfe. Mann, ich Langsam werde ich echt ein bisschen sauer, ich sag's euch. Olympus ist zwar schön, ja. Aber irgendwie frustriert mich gerade alles hier. Guck mal, hier. Lifeline ohne Skin, Ballistic ohne Skin. Pass mal auf, die werden abgehen wie Schmidts Katze. Achtung, 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 pass auf. Werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Oh, K ist ganz okay. Okay, der ist gone. Wen haben wir hier? Okay, die Lifeline scheint tatsächlich nicht so nicht so erfahren zu sein, ja klar. Nie was gesagt, ne? Die zerstört mich hier quasi fast. Da guckt ihn an. Jetzt kommt Ballistik um die Ecke. Er sagt sich so, nö. Mein Schatz, die kannst du nicht einfach so killen. Ja, kann sein, aber es ist nicht mehr normal. Oh, guck mal. Irgendwie süß. Aber jetzt habe ich ein Problem, weil sobald ich da in den Range-Radius gehe. Au, sheesh. Ich bin tot. Tschaußen. Pass auf, jetzt sweatet der Pathfinder mich tot. Achtung. Guck's dir an, guck's dir an. Es ist nicht normal. Ich sage, es ist irgendwas ist hier ganz weird, diese Season. Das ist nicht mehr normal. Es ist so nicht mehr normal, Alter. Das kannst du dir nicht aus. Guck's dir an! Dieses Matchmaking ist so lächerlich. Oh mein Gott. Nee. Also, ich queue gleich wieder rein. Okay, ich beschleunige euch, das denke ich im Schnitt. Nur damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, was ich mir hier den ganzen Tag antun muss. Das ist komischerweise seit dieser Season. Ich weiß es nicht. Ich habe bloß vor ein paar Tagen gesehen, Taxi hat auch ein Video gemacht. Ich weiß nicht, Taxi2G kennt gefühlt jeder von euch. Wo er auch gesagt hat, so Solo-Queue in Season 17 ist bla bla bla. Ich weiß nicht mehr genau den Wortausdruck. Auf jeden Fall so, es ist eine Katastrophe. Also ich weiß nicht, was die da verkackt haben. Oder ob sie was verkackt haben. Ich möchte jetzt auch nicht die Schuld auf die Entwickler schieben. Die versuchen ja alles richtig zu machen. Aber also das ist nicht mehr normal. Wirklich. Jetzt haben die in Ranked angeblich das Matchmaking ja gefixt, dass es fairer ist. Laut euch, ich habe noch keine Runde Ranked in der Season gespielt, laut euch sagt ihr mir alle, es ist eine komplette Katastrophe und ich habe das Gefühl, mit Matchmaking in Pubs haben sie es genauso verkackt, weil das ist wirklich, also das ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Und wie gesagt, ihr seht jetzt einen kleinen Ausschnitt davon, wie das bei mir aussieht, wenn ich jetzt hier mal irgendwie eine einigermaßen gute Runde aufnehmen will. Ich meine das halt einfach komplett ernst, ne? Wenn ich sage, yo, bis eine Aufnahme zustande kommt, die wirklich gut ist, eine gute Runde, vergehen im Schnitt 50 bis 100 Runden. Das ist kein Spaß.
Genau deswegen. Ein Level 28er, der mich zerstört, als wäre er der größte Master Predator Sweat. Es ist nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Ich habe gestern auch mit... Gestern. Vor ein paar Tagen. Ist auch schon ein paar Wochen her. Einmal mit Mulzi geredet. So, wir haben halt zusammen in PC-Lobbys ein bisschen gedaddelt. Er halt auch so, Bruder, PC-Lobbys sind ein anderes Level. Die Leute sind nur am Sweaten. Auf der Konsole hat er gemeint, ist es noch relativ entspannt. Da kannst du schon relativ weit kommen. Aber PC-Lobbys sind einfach nur noch komplett zersweated. Das ist wie Fortnite damals. Sobald in Fortnite alle dieses Bauen perfektioniert haben und da Türme in 5 Sekunden errichtet haben, auf die du nicht mehr klargekommen bist als normaler Mensch. Ja, genau an dem Punkt, glaube ich, sind wir jetzt in Apex auch, wo wirklich jeder nur noch am reinsweaten ist. Hauptsache er gewinnt, Hauptsache er holt möglichst skillig mit irgendwelchen Movement-Tricks den Kill. Und hast du nicht gesehen? Also ich finde es eine Katastrophe zurzeit, wirklich... Ich wechsle echt auf Konsole, ohne Spaß, ne? Dann werde ich jetzt Controller-Spieler ab jetzt, passt. Habe ich keinen Stress mit. Wenn die Lobbys da einfacher sind, dann muss ich mir nicht jeden Tag das antun, was ich hier erlebe. Jetzt passt auf, was die Champions sind. Achtung. Bin gespannt. Und ich will bitte die Legende... Mich kotzt... Also ich weiß nicht, was hier los ist, aber mich kotzt das so an. So, Achtung. Sehe ich gar nichts. Ich weiß nicht mal, was ist. Das rechte müsste ein Rave sein, das linke vielleicht ein Catalyst vom Banner, ja, aber ich habe ja nicht mal eine Ahnung. Aber man sieht ja an den Bannern auch schon, wenn es so ein legendäres oder lilanes Banner ist, dann weißt du, okay, die sind gut. Die sind schon erfahrener. Die hatten ein weißes oder blaues Banner, dann weißt du also, naja gut, die sind halt noch nicht so hoher Level. Was ja nichts Schlimmes ist. Gottes Willen, aber... Ihr werdet es gleich sehen, ich zeig's euch gleich wieder. Hier, Achtung, Bloodhound. Ohne Skin, Octane mit einem goldenen Skin, immerhin. Der wird mich komplett hops nehmen. Achtung, Ballistik. Danke für das Schild. Ach so. Okay, cool. Lass mich bitte einmal kurz nachladen, ja? Okay, gut. Achtung, wen haben wir hier? Gucken, wer könnte das sein? Ein Einbrecher. Ach, komm. Dann phasen wir halt ganz kurz weg, ist auch kein Thema. Hui! Ah ja! Hui! Auf! Okay, die war noch normal. Ausnahmsweise mal. Immerhin. Es gibt auch noch normale Gegner. Immerhin, aber trotzdem. Wir schauen mal. Oh oh. Moin, was geht? Das ist nicht mehr normal, Alter. Ah, ich find's so super, ey. Ich weiß nicht. Also ich habe ja nichts anders gemacht als letztes. Ich mache ja nichts anders als letzte Season auch, ne? Letzte Season Solo Queue war machbar. Es gab natürlich auch Runden, wo du sagst, ey, keine Chance, auf keinen Fall, vergiss den Fall. Ist ja normal, ne? Ich meine, ich kann ja nicht. Ich spiele ja immer gegen zwei Gegner, nicht, ne? Klar. Aber ich mache zu der Season nichts anderes. Aber die Gegner sind auf einem Level, das habe ich noch nicht erlebt. Das habe ich noch nicht erlebt, Leute. Ich weiß es nicht, was los ist. Ich kann es euch nie sagen. Es tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache oder was ich richtig mache oder was die anderen irgendwie machen. Ich habe einfach wirklich nur das Gefühl, Apex ist mittlerweile wirklich an diesem Fortnite-Punkt, wo ich vorhin schon angesprochen habe, wo wirklich einfach nur noch gesweatet wird, dass das Game halt einfach 0,0 Spaß mehr macht. Also ich kann den Apex-Entwickler nur raten, fixt das Matchmaking auf eine wirklich faire Basis oder entfernt das Matchmaking komplett. Ansonsten wird dieses Game nicht mehr lange bestehen.
Und das meine ich komplett ernst. Wenn die das nicht lange in den Griff kriegen, ich meine, wie fühlt sich denn jemand, der neu anfängt? Wer fühlt sich denn jemand, der komplett neu jetzt mit diesem Game startet, noch nirgendwo Apex gespielt hat, vielleicht mal eine Runde auf YouTube gesehen oder so. Der sieht so, hey, ist ein cooles Game, guck ich mal rein. Dann installiert er sich das auf seinem PC und kommt in solche Runden. Im ersten Moment denkt er bei den Champions so, hey, sind auf meinem Level, müsst ihr eigentlich ganz klar gehen. Und wird dann zerpflückt, dass alles, aber wirklich alles zu spät ist. Dann fragst du dich so, what? Das machst du 10 Runden mit, ne? 10 Runden gibst du dem vielleicht eine Chance. Sagst halt so, ey, war vielleicht einfach Pech, Battle Royale halt. Aber nach 10 Runden hast du keinen Bock mehr. Und jetzt wisst ihr mal, was ich mir Tag für Tag in Anführungszeichen antue. Ich mach's ja gerne. Aber wenn jede Runde so katastrophal läuft wie die letzten paar, ja, komm, ich brauche euch keine Runden zeigen, in denen ich 2 Kills mache. Das wollt ihr nicht sehen, das weiß ich selber. Aber was soll ich denn machen? Also, es ist nicht mehr normal. Es ist... Ich bin halt mittlerweile... Ich kann halt nicht mal mehr in dem Game ragen, weil ich es nur noch als komplettes Meme sehe. Aber irgendwas ist die Season ganz komisch. Irgendwas stimmt nicht. Irgendwas liegt in der Luft oder keine Ahnung, ich weiß nicht. Das Game ist so weird, wie ich jetzt gleich auf dem Screen, auf der Plakette angezeigt werde. Pass auf. So weird ist das Game aktuell. Und das ist komisch, also erst seit dieser Season. Ich weiß nicht. Und vor allem, ich verstehe auch nicht ganz, also Ballistic ist schon stark und so, aber ich sehe ihn halt jetzt im Moment immer noch viel zu oft so. Ich finde, er ist okay. Aber er hat halt einfach die fehlende Movement-Fähigkeit. Okay, immerhin mal ein Prestige fast Level 100. Okay. Wir lassen uns mal überraschen. Wollen wir gleich Oasis gehen? Komm. War toll, der Geiz. Rein da. Gut, ich bin natürlich auch immer dumm und Solo Hotdroppen ist natürlich immer so eine Sache. Aber trotzdem, ihr wisst, was ich meine, oder? Ihr wisst, was ich meine. So, vor allem als Wraith ist das halt ziemlich dumm. Weil ich halt einfach einen ganz klaren Nachteil habe. Ah, ja, okay. Der Revenant spinnt mal wieder komplett. Oh, das ist nice. Damit kann man arbeiten. Okay, der zippt darüber. Ist okay für mich. Ich camp mich hier mal kurz ein bisschen ab. Hallo? Schau mal, er weiß einfach, wo ich bin, ohne dass ich weiß, wo ich bin. Schon wieder so ein Ballistik, Alter. Die gehen mir richtig auf die Eier langsam. Guckt euch an, also es ist ja nicht mehr normal. Es ist nicht mehr normal. Also wirklich. Es ist pervers. Es ist wow. Es ist krass. Aber ich finde es lustig. Wie gesagt, ich kann nicht mal mehr ragen, weil ich das nur noch als Meme sehen kann. Ich kann es nicht mehr ernst nehmen, weil das ist halt einfach der größte Witz auf dieser Erde. Ne? Also sagen wir es, wie es ist. Das ist... Für mich ist das Comedy. Mir fehlt nur noch die Popcorn, die ich hier so ganz nebenbei snack. Vielleicht noch die 3D-Brille. That's it. Unglaublich. Also wirklich unglaublich. By the way, ich hab vor ein paar Tagen, wann war das? Samstag, glaube ich. Fast and Furious 10 gesehen. Ich wusste nicht, dass der in 3D ist. Und dann habe ich halt mal seit Ewigkeit mal wieder einen Film in 3D angeguckt. Der war gutes 3D, muss ich sagen. Ich war aber auch in einem extrem guten Kino, um nicht zu sagen, in dem größten Kino Europas. Beziehungsweise der größten Kinoleinwand Europas. Da strahlen 4 Projektoren auf eine Leinwand, die 600 Quadratmeter groß. Das ist so. Das ist Kino. Kann ich nur empfehlen. Das war geil. Der Film war geil, muss ich sagen. Also, falls ihr noch nicht gesehen habt, Fast and Furious 10. Kann ich empfehlen. Man darf es natürlich nicht mehr mit den originalen Fast and Furious vergleichen, klar. Aber ansonsten, wenn man davon absieht, dass es halt einfach ein bisschen abgespaceder mittlerweile ist, fast schon zu abgespaced. Aber wenn man darüber hinweg sieht, war es ein guter Film. Auch musikalisch fand ich ihn top. Ich habe gerade die ganze Zeit die Titelmelodie, wenn man so möchte. Ja, war gut. Aber auch hier, schau mal, wie lange ich auf eine Lobby warten muss. Ohne Spaß, ne? Ich hol mir die Playstation von meinem Bruder die Tage mal rüber, schließe an den Controller an und nimm mit der auf. Ich kann ja mit der aufnehmen, das ist ja kein Thema. Nur damit ich mal einen Vergleich habe,
wie es auf Konsole so ist. Ja. Kings Canyon ist okay. Aber das Ding ist, man kann halt an Konsole keine Tastatur und Maus anschließen. Weil, oh, mit Controller, das wäre eine Katastrophe. Wobei, du kannst auch, ich meine, auch wenn ich nichts drauf habe, wenn ich beim ersten Gegner drauf gehe, kann ich ja vom Movement und von der Technik her und vom Aim her einschätzen, wie gut die Gegner sind. Wäre vielleicht mal interessant. Würde mich schon interessieren, weil, wie gesagt, ich hatte das Gespräch mit Mulzi und er auch so, das kannst du nicht vergleichen. PC-Lobbys und Konsolen-Lobbys kannst du im Leben nicht vergleichen. Und er ist ja Konsolenspieler, er ist ja Master-Konsolenspieler, also er kann dazu eine gute Aussage treffen. Ich kann halt dazu nichts sagen, aber ich kenne es halt auch bloß aus diesen ganzen, yo, wie ist mein Rang-Videos, also wo die halt den Rang erraten müssen von dem Spieler, den sie gerade sehen. Und sobald die halt erkennen, der spielt auf Controller, gehen sie halt schon mal zwei Ränge nach unten. Das ist zwar ein bisschen böse, aber es ist halt Realität. Du kannst einfach das nicht vergleichen. Dia auf PC ist gefühlt Predator auf Konsole. Genauso wie Platin auf Konsole ist bei uns Silber. Das ist einfach krass. Aber hey, so ist es halt. Ich meine, ist ja auch okay. Aber trotzdem, ich finde es halt so schlimm. Es war ja bei Fortnite genau das Gleiche. Am PC wird nur gesweatet, gesweatet, gesweatet. Und ich denke mir so, Leute, was ist denn los mit euch? Ach komm, man nimmt diese Waffe. Oh mein Gott, guckt euch an. Was ist denn los mit euch? Oh mein Gott, guckt, du bist ja sweatet, dass alles zu spät ist. Guckt euch einfach nur an. Es ist nicht normal. Es ist einfach nicht normal. Es ist ganz... Oh, schön. Ey, jetzt schneide ich euch, okay? Wir cutten bis zu dem Punkt, wo ich in der nächsten Runde bin. Weil das kann ja gefühlt noch eine Stunde dauern. Oh, hi. Mhm. Tschaußen, ich bin mal kurz weg, DE. Ich bin tot. Achtung, Achtung, Level 147. Mhm. Klar. Ich möchte nur mal kurz erinnern, Champion war Level 27. Vielleicht bin ich auch halt einfach zu schlecht. Mittlerweile. Das möchte ich ja nicht ausschließen. Das kann sein. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Könnte sein. Vielleicht haben alle irgendwie ein Coaching gehabt und ich hatte das halt nicht. Vielleicht. Ich habe keine Ahnung. Ach so. Tschüss. Wenn ich die Wingman schon wieder höre, wird mir schon wieder zu viel. Guck mal, wie es so zersweitet wird, das ist unglaublich. Guck's, Alter, das ist ja wirklich nicht mehr normal. Leute, habt ihr kein Leben oder was ist los mit euch? Also jetzt mal wirklich. Wie kann man denn so greedy für den Kill sein? Ich verstehe das nicht. Wie kann man denn so... Nee. Das ist mir wirklich ein Rätsel, ich sag's euch, wie es ist. Das war letzte Season noch nicht so. Irgendwas hat sich geändert.
Vor allem, warum höre ich die Steps bis hier runter? Das war letzte Season auch noch nicht so. Ey, das ist ja wirklich nicht mehr normal. Ihr habt doch alle so einen Schlag, wirklich. Junge! Nee. Nee. Nö. Wisst ihr jetzt, was ich meine? Achtung. Da ist schon wieder der Affe. Da ist schon wieder der von vorhin. Wie geil. Oh, super. Ja, freut mich. Cool. Cool. Nee. Solo Queue in Season 17 ist zumindest bei mir nicht mehr möglich. Okay. Ist gespeichert.